das Bruttoinlandsprodukt 2013, also wenn Sie das angenommen selbe Bruttoinlandsprodukt auch in 2020 erreichen, würde das bedeuten, das sind dann schon mal 420 Milliarden, die wir hier in Deutschland an jährlichem Projektvolumen leisten. Da kann niemand mehr sagen, Projektmanagement sei nicht wichtig. Nicht versuchen, alle Risiken ausklammern zu wollen, einfach mal mutig auch Entscheidungen zu treffen. Lieber mal eine schnelle Entscheidung auf 80% Datenbasis, als versuchen, in Schönheit zu sterben. Den Top-Leuten in ihrem Projekt müssen sie die individuelle Freiheit lassen. Aber diese individuelle Freiheit muss immer ein Beitrag zum Ganzen sein. Wir haben nun mal das beste Land hier, wir haben die besten Ingenieure, wir haben alle Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, da können wir stolz drauf sein. Klar versuchen wir es jeden Tag wieder ein bisschen besser zu machen, aber wenn wir von den Südländern eines lernen können, dann dass man auch mit Lächeln im Gesicht kritisch sein kann. Und das sollten wir vielleicht machen. Gehen Sie mit Leidenschaft in Ihre Projektarbeit hinein, leben Sie Passion for Projects und glauben Sie mir, es wird Ihnen irgendwann sicher jemand danken. In jedem Falle wird es sich für Sie lohnen.